Leiter bereit, kommen! Hier Omega! Bei Kilometer 20 Höckersperren, dahinter Panzergraben. Gelände vermutlich vermint. Sperren durch Igel und gegnerische Kräfte gesichert. Umgehung bei Kilometer 18 möglich, aber circa 12 Kilometer länger und noch nicht aufgeklärt. Kommen! Hier Beta, verstanden! Geben Sie folgenden Befehl an die Kompaniechefs. Verstanden, kommen. Richtig, Ende. Wenn er die Umgehung nimmt, müsste er von dort kommen. Die wird er nicht nehmen. Wetten? Bei der knappen Zeitvorgabe den Sperrknoten räumen, das schafft nicht mal der Leska. Das ist die Lage. Die Umgehung ist bestimmt eine Falle. Also? Wir überwinden den Sperrknoten. Sie kennen Ihre Aufgaben. Noch Fragen? Keine. Keine. Also los, Männer. Verstanden, ich bleibe dran. Ah! Nur fliegen ist schöner. Er räumt den Sperrknoten. Sehr gut gemacht. Da gab's doch nicht etwa Zweifel, Kommandeur? War knapp die Zeit. Oder? Politstellvertreter. Ja, sehr knapp. Sprenggranate, OP1, rechts, 5, Bandsein drauf, Zufahrt, 1200. Ziel erkannt, Schuss!
Achtung! Sitzen bleiben. Zigarette? Zwei Jahre. Wir waren doch heute wieder mal die Größten, wa? Heute. Man muss eben immer an die eigenen Steigerungsmöglichkeiten glauben, genau so, Oberstleutnant. Das muss ich doch irgendwo schon mal gehört haben. Wie du mit dem Bataillonar sprichst, Mann. Das wirst du schon noch mitkriegen. Wenn du mitziehst, kannst du mit dem Pferde klauen. Bei jedem Wetter. Vorher und mittendrin fluchen sie wie die Kaputten. Aber hinterher sind sie die Größten. Na klar. War doch auch gut, meine Jungs. Nicht nur deine Jungs. Eigentlich wollte ich es dir später sagen, aber nach den letzten Stunden. Ich habe der Division vorgeschlagen, dass du mein Stellvertreter für Ausbildung wirst. Wenn Helmut jetzt weggeht. Nicht? Einen besseren Nachfolger kann sich unser Ausbilder gar nicht wünschen. Morgen fährst du in Urlaub. Gutes Wetter bestellt? Sieht man doch. Beeil dich, ich will auch ins Bad. Aber du sollst den Zelt vorher noch packen. Quatsch. Kannst du fragen. Beeil dich. Ihr seid doch keine 15 mehr. Ich freue mich für Vati. Er wird zum Ausbilder befördert. Hm? Nicht befördert, eine höhere Planstelle. Wenn ich das einschätze, bist du dann noch wieder zu Hause. Aber wir schaffen das hier schon. Meinen Koffer packe ich dann morgen früh. Du, nee. Heute. Ist das schon gut, verstanden. Ihr schafft das schon. Siehst müde aus. Das täuscht. Ausbilder. Das ist wie eine Herausforderung. Verantwortung nicht mehr nur für ein Bataillon, sondern für das ganze Regiment. Das sind ganz andere Dimensionen. Also ich hätte da schon Ideen. Ab sofort. Und für die nächsten Wochen bist du nur für uns da. Verstanden? Verstanden. Du durftest. Wie wär's? Wenn du dich rasierst? Schatten. Was? Wie viel? Ja, 33 Grad. Im Schatten. Wo ist denn hier Schatten? Und ich wundere mich. Mädel im Arm. Es könnte ruhig genauso heiß sein. Vorbeugen ist alles. Vorbeugen? Mein Mister sagt, Tugend ist normaler Angelegenheit. Quatschkopf. Ich wusste zwar, auch angenehme Mitteilungen müssen erst verarbeitet werden, Genosse Petruschek, aber ein bisschen mehr spontane Freude hatte ich schon erwartet. Wie soll ich sagen, Genosse Generalmajor? Eigentlich hatten wir damit gerechnet, dass Oberstleutnant Leska diese Funktion übertragen bekommt. Da wissen wir wenigstens, wen wir kriegen, ne? Naja, also einem ausgezeichneten Mann wie Leska ist die Überlegung gestattet. Der Vorschlag hätte auch meine Unterstützung gefunden. Trotzdem freuen wir uns, dass wir nun doch noch einen Akademiker bekommen. Sie haben doch nicht etwa schon. Nach der letzten Übung, Genosse Generalmajor,
gewissermaßen aus der Situation heraus. Und ich dachte... So, Sie dachten. Wirklich? Ich würde eher sagen, Sie haben leichtfertig eine Entscheidung vorgegriffen, Genosse Petruschek. Leichtfertig, undiszipliniert. Wir hatten nicht mehr damit gerechnet. Und Genosse Leska ist der geborene Ausbilder, fähig, diese Funktion auszuüben. Was soll Leska denn jetzt von der Entscheidung denken? Dass wir nicht wissen, was wir wollen? Oder dass die Entscheidung gegen ihn gerichtet ist, was sie nicht ist? Alles bloß, weil sie denn uns nicht halten konnten. Sie sind mir ein Psychologe. Ich werde Genossen Leska sagen, dass einzig und allein ich... Na, das möchte sein. Und sagen Sie ihm, dass wir in der Division wissen, was wir an ihm haben. Aber das Wissen des jungen Akademikers muss sofort und an entscheidender Stelle zur Wirkung gebracht werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Genosse Leska das nicht nur versteht, sondern dem jungen Offizier dabei auch zur Seite steht. Entscheidung einfach vorgreifen, leichtfertig, vorschnell, unpsychologisch, undiszipliniert. So groß war ich am Schluss, mit Hut. Nicht zu Unrecht, um ehrlich zu sein. Ja, das ist auch ganz einfach zu sagen. Wir wissen es alle, Rolf. Du bist ein exzellenter Praktiker, ein ungeheurer Könner. Du bringst deine Soldaten zu Leistungen wie kaum ein anderer. Und doch ist da ein Punkt, an dem kommen wir nicht vorbei. Da kommt einer von der Militärakademie, der kennt alles. Lasertechnik, Mikroelektronik. Ja, darauf kann er in den nächsten Jahren aufbauen. Ganz egal, welche Funktion er einmal einnehmen wird. Deshalb wirst nicht du der Ausbilder, sondern er. Das musst du einsehen. Leska wird es einsehen. Natürlich wird er. Mit dem Verstand. Aber hier ist auch noch was. Und Leska wäre nicht der, der er ist, wenn da nichts wäre. Hätte ich mir doch lieber auf die Zunge gebissen. Nichts mit dir persönlich zu tun. Auch von Seiten der Division nicht. Nun sag doch was, Rolf. Die Entscheidung ist gefallen. Du weißt, ich hätte dich gern als Ausbilder gehabt. Und wer kommt? Sobald ich es weiß, sage ich dir Bescheid. Ich bitte, wegtreten zu dürfen. Bitte. Am Samstag sind wir zurückgekommen und heute sind die Kinder schon wieder weitergefahren. Matthias mit seiner Klasse und Andrea zu meinen Schwiegereltern. Endlich mit Rolf Flitterwochen machen. Ein Leben habt ihr. Ich möchte auch mit keinem tauschen. Kann ich verstehen. Viel Vergnügen. Der Schlüssel steckt. Fahr du. Schönen Gruß noch von den Kindern. Du solltest nicht übertreiben nach dem Urlaub. Na, wohin legst du mich zum Auftakt unserer außerordentlichen Flitterwochen ein? Hm? Wohin soll ich? Also, wohin? Nach Hause. Hast du Ärger gehabt? Was war los? Gewogen und zu leicht befunden. Wieso? Das verstehe ich nicht. Du verstehst schon.
Aber warum denn? Hast du irgendwelchen Mist gebaut? So was kann man doch nicht machen. Und wie weiter? Was willst du denn nun tun? Du stellst Fragen. Das ist ja ein tolles Ruhmesblatt. Dass er dich nicht gelobt hat? Und dass du nicht auf die Mütze gekriegt hast? Mit dem Bataillon stimmt was nicht. Lieferant gerechnet. Komm rein. Du weißt, in dieser Stadt führt der erste Weg deines treuesten Verehrers immer zu dir. Danke. Was macht Wolf? Ist er da? Ist gut, dass du kommst. Ist ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Das ist doch nicht wahr, mein Mensch! Mein alter Junge! Also so ein Schreck in der Abendstunde lasse ich mir aber gefallen. Wo kommst du denn noch einmal her? Na los, setz dich, komm rein. Das kriegen wir später hin. Hey, was soll denn das? Eines Tages werde ich dich noch zum Duell fordern müssen. Weiß wie früher? Weiß wie immer. Was hatten dir meine Teure eben zugeflüstert? Du hättest Balance-Schwierigkeiten. Trinken wir erstmal darauf, dass du da bist. Also, Hans. Oder willst du nicht drüber reden? Warum nicht? Irgendwann würdest du es ja doch erfahren. Also, vor dem Urlaub, da hat man mir gesagt, ich solle Stellvertreter für Ausbildung werden. Nach dem Urlaub, da wird nichts draus. Begründung, reiche Erfahrungen in der Truppen- und Menschenführung müssen sich mit höchstem Bildungsstand vereinen. Ein Perspektivkader wird's. Überrascht? Ja. Es tut mir leid. Wenn niemand weiß, was du kannst, dann ich. Keine großen Worte haben wir nie gemacht. 20 Jahre Truppendienst. Da kommst du irgendwann an den Punkt, da brauchst du für dich eine neue Reibungsfläche, eine neue Herausforderung. Ich verstehe, aber... Hans, du bist der Einzige, mit dem ich darüber reden kann. Du kennst mich. Um die größere Aufgabe ging es mir. Um ein Mehr an Verantwortung. Rolf, muss ich dir sagen, wie mir beim Kommandeur zumute war? Rolf, meinst du nicht auch, was ihr sagen musste? Kannst du endlich mal zu Worte kommen. Kannst du mir sagen, ob der Unterschied zwischen einem, der 4 Jahre lang die Schulbank drückte, und mir, der in der Truppe Jahr um Jahr schimmerte, kannst du mir sagen, ob der Unterschied wirklich so groß sein kann? Die meisten haben ja keine Ahnung von der Praxis. Die haben ja nicht mal ein Bataillon geführt. Hältst du das für das Maß aller Dinge? Seit wann bist du ungerecht und unsachlich? Sind über 10 Jahre Armeezeit nichts? Du?
Ja, ich. Von der Veränderung habe ich selbst erst vor ein paar Stunden erfahren. Ihr solltet die Ersten sein. Guten Morgen, Genossen Soldaten, Unteroffiziere, Fähnriche und Offiziere. Augen gerade! Aus! Hört euch! Genossen, der Anlass des heutigen Appells ist die Vorstellung der zuversetzten Offiziere. Als Stellvertreter des Regimentskommandeurs für Ausbildung wird eingesetzt der Absolvent der Militärakademie der Panzertruppen der UdSSR, Major Helbig Hans. Als Zugführer des dritten Zuges der 1. Panzerkompanie, der Absolvent der Offiziershochschule Ernst Themann, Leutnant Schneider Günther. Als Stellvertreter des Kompaniechefs für Technik und Bewaffnung und der 7. Panzerkompanie. Den kriegen wir auch hin. Der Absolvent der Offiziershochschule. Machst du dir Gedanken wegen der beiden? Ja, wegen Helbig. Ob er die Autorität gewinnen wird, die er für seine Aufgaben braucht? Die Autorität, die Deske unbestritten im Regiment hat. Machen wir uns doch nichts vor. Helbig hat mit Auszeichnung abgeschlossen. Gemessen wird er aber hier an dem, was er Tag für Tag in der Praxis zeigt. Und außerdem... Wer sieht schon gerne seinen ehemaligen Unterstellten als Vorgesetzten? Selbst wenn es die besten Freunde sind. Gerade wenn es die besten Freunde sind. Du meinst also, Autorität und Freundschaft sind ein unlösbarer Widerspruch. Sie sind Offiziere. Und das macht's leichter. Wieder. Sehen Sie sich das an. Sie sollten auch den Letzten dazu bringen, die effektivere Methode anzuwenden. Jawohl. Sie müssen den Leuten klar machen, dass unter Umständen ein Bruchteil einer Sekunde über Leben und Tod entscheidet. Genosse Major, die 1. Kompanie des 1. Panzerbataillons. Kommst du mal? Du, ich war eben draußen bei der 2. Kompanie und haben mir die Taktikausbildung angesehen. Und da waren wir aber schon mal weiter. Um was geht's hier genau? Was man da Taktik nennt, ist doch nichts weiter als stures Panzerexerzieren. Bevor einer beim Schwimmen die Wände nicht exakt beherrscht, schickt ihn der Trainer auch nicht in den Wettkampf. Danke für die anschauliche Belehrung. Gratis. Die geschlossenen Handlungen klappten nicht, weil die Besatzung die einzelnen Elemente nicht genügend beherrschte. Das haben wir korrigiert.
Ich weiß, solche Nuancen in der Ausbildung haben bei euch an der Akademie natürlich kaum eine Rolle gespielt. Stimmt. Für Nuancen ist die Zeit an der Akademie auch nicht gedacht. Was soll das? Wir haben hier in den letzten 4 Jahren auch eine Menge Erfahrung gesammelt. Kannst du nachlesen. Liegt alles bei dir im Zimmer. Bewahrt dich vor vorschnellen Urteilen. Danke. Aber ich dachte, der Weg über dich wäre kürzer. Soldat Weber? Ja. Gefreiter Bench? Hier. Soldat Zeltner? Hier. Unteroffizier Grüner? Hier. Gefreiter Willenberg? Hier. Mali, stehen! Nach vorn, wegtreten! Das kann man drehen und wenden, wie er will. Und wenn der Kleine so lange nicht schreibt, hat's einen anderen. Doch sonst bloß so schnell was wie mit deiner Klappe. Nicht sehr einfallsreicher Einkauf, junger Mann. Du solltest mal wieder zu uns zum Abendbrot kommen. Du wirst immer hübscher. Wie alt sind eigentlich deine Schüler? Zwischen 15 und 16. Ihre Sympathien hängen allerdings davon ab, welche Zensuren sie gerade bekommen haben. Warum machst du dich so rar? Weil ich mich durch einen riesigen Berg von Broschüren arbeite. Auf Empfehlung deines Mannes. Nur deshalb? Nur deshalb. Du konntest schon immer schlecht schwindeln. Schwerer für mich, als ich dachte. Rolf ist was im Regiment und was bin ich? Für manche offenbar noch der kleine Leutnant, der hier mal angefangen hat. Hast du mal mit Rolf darüber gesprochen? Irgendwas ist nicht mehr so zwischen uns wie früher. Was nützt es, wenn ich mir sage, Mensch, du kannst auf manchen Gebieten jetzt sogar mehr als er. Die Achtung, die ich vor ihm habe, diese Achtung hemmt mich. Sagst du mir das alles, damit ich es ihm sage? Wie früher manchmal? Nein, sag's nicht. Wer ist denn das? Mein jüngster Zuführer, Leutnant Schneider. Laden! Mann, oh Mann. Hätte der Soldat bei euch geworden? Was? Wenn das nur eine scharfe Granate gewesen wäre, seid ihr lebensmüde, Kompaniechef. Drängt sie ab und lasst sie in der Fahrzeug antreten. Zu Befehl. Absitzen! Hinterpanzer antreten! Sagen Sie dem Kommandeur, in einer halben Stunde ist der Bericht bei Ihnen. Termin vorgestern. Ja, was ist denn? Ihre berühmten praktischen Erfahrungen können Sie in den Ofen stecken, wenn er so lässt, wenn Ihre Leute nicht danach handeln. Wieso? Darf ich wegtreten? Sie bleiben hier. Als ich vor ein paar Wochen hier anfing, hat ein erfahrener Truppenoffizier zu mir gesagt, ich soll mir erstmal zu Gemüte führen, was sich in der Praxis so alles verändert hat. Diesem Hinweis bin ich gefolgt. Heute allerdings will ich sagen, ein Teil der Ratschläge scheint bei den erfahrenen Praktikern selbst in der Routine untergegangen zu sein. Mensch, Rolf!
Wie kann es passieren, dass die einfachsten Vorschriften nicht eingehalten werden? Dass leichtfertig mit Munition umgegangen wird? Dass Granaten über den nackten Lukenrand geschoben werden? Dass Krone des Ganzen beim Laden auch noch mit der Zugstange nachgeholfen wird? Von anderen Dingen will ich überhaupt nicht reden. Und weißt du, bei wem ich alles gesehen habe? Bei deinen besten Leuten, wie du immer sagst. Ausgerechnet bei der Panzerbesatzung Schaffer. Also haben Sie nur Negatives gesehen? Nein, die Schießergebnisse waren in Ordnung. Das ändert aber nichts an dem, was ich Ihnen gesagt habe. Das wissen Sie besser als ich. Ich erwarte, dass Sie umgehend für Ordnung sorgen. Zu Befehl. Oh, schmeckt wohl, hm? Klar. Schmeckt klasse, Mutti. Freut mich. Was heißt klasse? Genialisch schmeckt das, einfach genialisch. Klasse, genialisch, das sind ja völlig neue Steigerungsformen. Ja, man freut sich über jedes Kompliment. Und Rolf, was sagst du? Bitte? Ob dir es auch schmeckt? Na klar. So, jetzt hatte ich schon was gesagt. Guck nicht so, das Essen wird kalt. Du hast Ärger gehabt, ja? Abgekanzelt hat er mich. Regelrecht abgekanzelt. Und das von meinem Stabschef. Wer, Hans? Ja, Hans. Zugegeben, in der Sache hat er recht. Hinweise unter vier Augen, einverstanden. Aber so... Er hat sich aufgespielt, als wolle er allen zeigen, ich, Hans Helbig, lasse niemandem etwas durchgehen. Auch nicht meinem besten Freund. Denkt er vielleicht, er kann seine Autorität aufbauen, indem er meine abbaut? Du sprich mit ihm. Hm? Gleich mal. Ich will nicht, dass unser Familienleben durcheinander kommt. Ich bring so schnell nichts durcheinander. So. Und wer hatte geschworen, dass er nie in seinem Leben einen ganz bestimmten Tag vergessen wird? Den Tag nämlich, an dem ihn eine bezaubernde Pädagogikstudentin nicht in sein einsames Bett in der Kaserne schickte. Willst du immer noch behaupten, du seist nicht durcheinander? Thank you.
Mann, Mann, Mann. Zuerst so eine Hetzerei mitten in der Nacht. Dann schindern wir die Blöden. Jetzt stehen wir in der Botanik rum und warten. Wir werden uns schon noch mehr bewegen, als dir lieb ist. Ja. Für nichts und will er nicht. Wenn die andere Seite aufs Knöpfchen drückt, dann stehst du da mit deinen Dingen. Im Dustern. Fluss aus, Sense. Ab zu Petrus. Das ist aber noch ganz schön gegenwärtig. Und das schon seit 22 Jahren. Und Genosse, schaffe schon 23 Jahre. Hat noch eine Menge Pläne. Will bald heiraten, habe ich gehört. Ah ja. Nee, das ist ja nicht, dass ich nicht weiß, wo es langläuft. Aber man kann sich doch einen Kopf machen. Da weiß ich ja alles, 40 Jahre Frieden und so. Aber manchmal denke ich eben, wir kleinen Randfiguren. Schießt dieser Panzer vielleicht ohne sie? Kann unser Zug ohne ihren Panzer seine Aufgabe erfüllen? Die Kompanie ohne unseren Zug? Randfiguren. Das sind Glieder einer Kette, die den Gegner im Zaum halten muss. Der Gegner kann nicht mehr einfach so, wie er will. Der Respekt vor unserer Seite ist zu groß. Und das muss so bleiben. Ja. Trotzdem wäre ich das lieber im Bett. Ohne Schinderei geht's dabei halt nicht. Gefechtsalarm! 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 Unterwasserfahrt. Was Besseres konnte dem wohl nicht einfallen. Was willst du denn? Brauchst du hinterher nicht viel zu putzen? War wohl gestern ein bisschen zu heftig. Entschuldige. Da oben steht der Divisioner. Der lauert wohl schon auf uns wegen der Belobigung. Wenn der vorletzte Panzer in der Fahrrinne ist, Genosse Petruschek, simulieren Sie Motorausfall. Zu Befehl. Einlage. Motorausfall von Adler 8. Kommen. Verstanden. Einlage bei Ausfall Schaffer. Ausgerechnet Schaffer. Adler 8, Einlage. Ihr Motor ist ausgefallen. Stellen Sie den Motor ab und gehen Sie auf Bergefrequenz. Kommen. Verstanden, Motorausfall. Kommen. Mike, Motor aus. Mann, so viel Zeugs in dem Ding. Bloß ein Regenschirm ist nicht dabei. Also ein U-Boot wäre nicht für mich. Hoffentlich lassen Sie uns nicht so lange in der Brühe. Ich glaube, Sie kommen. Hä? Quatsch, das ist Walter, der vorbeifährt. Nur nicht nervös werden. So schnell läuft der Dicke nicht voll. Adler 8, Ihr Kondor, kommen. Adler 8 bereit, kommen. Ich übernehme Bergung. Melden Sie jede Veränderung der Lage. Wie fühlen Sie sich? Kommen. Gut, kommen.
dauert. Die nehmen sich eine Zeit dort drüben. Kondor, hier Falke. Ich führe die weitere Bergung selbst. Kommen! Empfangen! Kondor 3, anlegen! Kondor 1 und 2, Motoren anlassen! Der Bataillone hat unsere Bergung übernommen. Wird auch Zeit, dass was passiert. Kondor 1 und 2, zur Bergung vorwärts! Jetzt angeschäkelt. Überprüfen Sie, ob Getriebe in Leerlaufstellung kommen. Verstanden. Kommen. Zur Bergung vorwärts! Ich glaube, wir bewegen uns. Sag bloß. Na klar, bewegen wir uns, Mann. Übrigens, wir bewegen uns, Jungs. Ausgezeichnet gemacht. Auch eine ausgezeichnete Zeit. Wie macht sich denn der Hellwig? Ist jetzt gut. Wenn er die neuen Panzer bekommt, wird Hellwig das Pfund, mit dem er wuchern kann. Die beiden sind ein gutes Gespann. Na, wie waren wir? Gut wie immer. Mir war nur neu, dass die Bergung jetzt auch Aufgabe des Bataillonskommandeurs ist. Ich weiß schon, was ich mache. Wirklich? Der wieder außen. Von wegen nicht putzen nach der Unterwasserfahrt. Nasi! Genosse Schaffer! Genosse Schaffer! Lob oder Anschiff? Das ist hier die Frage. Genosse Oberstleutnant, was war denn neulich beim Schießtraining los? Tut mir leid, Genosse Oberstleutnant. Unser neuer Leutnant, er hat uns angetrieben und... Was und? Zeitnot ist doch keine Entschuldigung für die Verletzung der elementarsten Sicherheitsbestimmungen. Außerdem, durch sowas lässt sich doch ein alter Fuchs wie du nicht aus der Ruhe bringen. Was war denn überhaupt los mit dir? Ich war nicht ganz bei der Sache. Meine Freundin. Ich krieg von ihr keine Post. Schon über 4 Wochen nicht. Nächstes Jahr wollen wir heiraten. Ich habe Angst, da läuft was schief.
Und wegen der Sache beim Schießen, da traust du dich jetzt nicht zu fragen, ob du mal nach Hause fahren kannst. Hm. Ich rede mit dem Kompaniechef. Danke, Genosse Oberstleutnant. Ich mache meine Wachkontrolle. Funktioniert denn? Also der Posten, der kennt doch, denke ich. Ja? Also ich näher nichts. Schließlich stehe ich direkt vor ihm. Nimmt der Putzmunterhaltung an, macht seine Meldung. Ich sage, warum rufen Sie mich denn nicht an, Genosse? Darauf er, ich habe doch hier kein Telefon, Genosse Major. Starten Sie? Aber ja. Hm? Natürlich. Darf ich bitten? Ist doch gestattet, Genosse Lesker. Bitte. Oh, tut mir leid. Komm, wir gehen das Essen an. Der Kommandeur hat eben den größeren Gang drin gehabt. Tja. Darf ich bitten? Achso. Hier für dich, danke. Leider muss ich passen. Bar oder frische Luft? Oh, frische Luft. Aber die Bergung war meine Sache. Wenn du mir nicht zutraust, dann sag uns offen. Aber mach nicht solche Dinge mit mir. Red doch kein Blödsinn. Er hat recht, Rolf. Ich kann mich noch gut erinnern, dass du mir als jungen Kompaniechef für Ähnliches mal die Ohren umgebogen hast. Oder gilt für dich nicht, was du anderen mal beigebracht hast? Natürlich ist er verändert. Wie auch nicht. Oder möchten Sie sich unbedingt von jemandem etwas sagen lassen, dem Sie das Laufen beigebracht haben? Auch wenn Sie ihn noch so mögen. Ja, mein Mann mag Hans. Er schätzt ihn. Ich auch, wirklich, aber mein Mann ist doch ein befähigter Offizier. Er war immer da fürs Regiment. Ja, das bestreitet doch keiner. Jeder von uns weiß das. Trotzdem musste die Entscheidung aufgrund seiner Ausbildung auf Helwig fallen. Sie war nicht gegen ihren Mann gerichtet. Die Erfordernisse der nächsten Jahre bestimmten sie. Und das weiß ihr Mann auch. Na ja, und als Offizier und als Genosse... Da darf er sich immer nur vom Verstand leiten lassen, ja? Keine Empfindungen haben, keine Wünsche. Was erwarten Sie eigentlich von ihm? Freudensprünge? Dankbarkeit? Nein. Aber ich habe gedacht, dass er mit der Situation besser fertig wird. Das ist eine Frage des Gefühls. Auch, Frau Leska, auch. Aber in erster Linie eine militärische Frage. Die der Disziplin, die man auch Einsicht in die Notwendigkeit nennt. Machen Sie es sich nicht zu leicht. Ich? Jetzt doch wohl Sie, Frau Leska. Ihr Mann ist einen anderen Weg gegangen als Helwig. Warum? Diese Frage können Sie sicher besser beantworten als ich. Sollte ich zum Regimentskommandeur sagen, tut mir leid, aber mit Ihnen rede ich nicht über meinen Mann. Ich bin immer noch manns genug, meine Sachen selbst zu klären. Ach, bist du das? Und warum ist dann kein Auskommen mehr mit dir? Wenn du wirklich gewollt hättest, dann wäre für dich die Akademie auch dran gewesen. So, wer hat denn gesagt, ich mache erst mein Fernstudium? Wir haben zwei kleine Kinder, ohne dich ist es überhaupt nicht zu schaffen. Du! Ja, und was war denn nach meinem Fernstudium? Warum bist du danach nicht gegangen? Ja, ich weiß, Lesker, der Unersetzbare, ja? Der einfach nicht gekommen. Habe ich je behauptet, dass ich General werden will? Ich schrei hier nicht rum, ja. Ich muss unbedingt mit dir reden. Wegen Wolf. Mit dir allein. Meinst du, dass es gut wäre?
bestimmt. Gut, wenn dir so viel daran liegt. Wann? Gleich heute Abend. Rollverdienst. Bis nachher. Im Krankenhaus. Nein, mir geht's gut. Schaffer, der ist direkt in ein Auto gerannt. Moment mal. Frau Doktor, wie sieht's aus? Kein Grund zur Besorgnis. Keine inneren Verletzungen, gebrochen ist auch nichts, aber ein Schock. Wir werden ihn hier behalten. Er hat mehr Glück als Verstand gehabt. Ach, du hast mitgehört. Wie? Liebeskummer? Liebeskummer. Ende. Darf ich nochmal? Bitte. Ihr Einfühlungsvermögen in die Probleme junger Leute ist wirklich beeindruckend. Kommen Sie in Ihrem Beruf gut damit zurecht? Das lassen Sie ja meine Sorge sein. Ilse? Hans, du, das wird das Abend vor Rolfs Dienstschluss nicht mehr. Er würde nur dazwischen kommen. Ich melde mich wieder. Tschüss. So geht man echten Liebeskummer natürlich am besten aus dem Weg. Ich kann nur hoffen, dass Ihre Diagnosen besser sind als Ihre Menschenkenntnis, Frau Doktor. Die letzte Übung aufdecken und dann noch die schwerste. Da wollen wir mal einen Plan zulegen. Schon die gelungene Kombination. Neuen fahren müssen, vorwärts. Fähigkeit und höhere Feuerkraft. Vom Erhalt des militärstrategischen Gleichgewichts hängen das Leben und der Frieden. Wenn wir dies jedem Soldaten richtig erklären, wird er die Einführung des neuen Panzers in diesen Zusammenhängen sehen und ich bin sicher, dass er dann die Leistungen erreichen wird, die wir von ihm erwarten müssen. Ausführung beendet. Danke,
Genosse Hellwig wird aufgrund seiner Ausbildung die Verantwortung für den ganzen Umschulungsprozess übernehmen. Mit der Umschulung beginnt das Bataillon Leska. Lassen Sie wegtreten. Achtung! Wegtreten! Genosse Leska, Genosse Hellwig. Ihr seid so eine Art Pilotanlage. Von eurer Zusammenarbeit wird es abhängen, in welchem Tempo und in welcher Qualität unsere Besatzung die neue Technik beherrschen darf. Wir müssen uns voll auf euch verlassen können. Danke. Du siehst es richtig. Ja. Der Plan der Umschulung als Rahmen stimmt. Aber die Methodik, Hans. Und vor allem die Zeitrelation. Warum schreibst du sie mir vor? Ich weiß besser als du, was ich meinen Leuten anbieten muss. Die Zeit, die du in der Einzelausbildung einsparen willst, die zahlen wir später bloß wieder drauf. Schluss jetzt, es bleibt so. Verdammt nochmal. Warum rennst du gegen alles an, was ich anders mache als du? Na gut, lassen wir die Praxis entscheiden. Das ist falsch, sehen Sie so. Mann, wie ich den Gummibären ja, lieber. Ja, und ich erst. Ja. Strafe rollen. Beeilung. Ich glaube, ich sehe einen Geist. Was? Er lacht wieder. Grüß dich. Den hat wohl eine hübsche Schwester getröstet. Genosse Leutnant, Unteroffizier Schaffer meldet sich einsatzfähig zurück. Prima. Melden Sie sich beim Kompaniechef. Er ist in seinem Guck mal, da hinten kommen Sie. Junge, Junge, das ist geballte Kraft. Und dabei passen die Dinger hinter jede Hecke. Das muss eine wahre Freude sein, den zu fahren. Bloß mit hier alleine ist da nichts. Hier muss man's haben. Ja. Was sagst denn du dazu? Pö. Tschüss. Drei Mann nur noch. Meine Arbeit macht die Automatik. Na, nur Holmer nicht. Ihr kriegt noch ganz schön Sehnsucht nach mir. Ich gucke nämlich nur noch vorne aus der Ferne zu, wenn ihr den putzt. Nanu, zählen Sie Ihre Leute nicht? Ihr Mann ist doch schon seit gestern wieder bei Ihnen. Ich weiß. Für Sie. Wollen wir nicht irgendwann mal eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wein zusammen trinken? Wie wäre es mit Donnerstagabend? Und Sie meinen, da hätte ich Zeit? Aufklärung ist ein spezieller Teil meiner Ausbildung. Donnerstagabend. Einverstanden. Nur meine Zusage ist das eine und mein Beruf das andere. Er nimmt wenig Rücksicht auf mein Privatleben. Und Männer mögen das im Allgemeinen nicht. Nicht nur Männer. Ich bin seit 5 Jahren geschieden. Wie sich die Bilder gleichen. Worüber reden wir dann am Donnerstag zuerst? Über die Leidenschaft für einen Beruf? Oder über die Nachteile eines im Dienste der Allgemeinheit häufig leerstehenden Ehebetts? Schieß doch endlich! Ich komme in der Schalterei nicht zurecht! Mike, wie viel Zeit ist um? Weiß ich doch nicht! Komm doch selber nicht klar! Na, das wird eine schöne Scheiße! Was bietet ihr mir hier an? Das ist doch die reinste Munitionsverteilung! Warum lasst ihr die Männer schießen, obwohl sie offensichtlich mit der neuen Technik noch nicht zurechtkommen? Wollt ihr das Vertrauen der Soldaten in ihr eigenes Können untergraben? In die neue Waffe? Das kommt doch im Endeffekt dabei heraus. Oder sehen Sie das anders? Nein, Genosse Oberstleutnant. Meine Schuld, Genosse Oberstleutnant.
Ich war der Überzeugung, die optimalste Variante für die Umschulung gefunden zu haben. Brechen Sie ab. In einer halben Stunde melden Sie sich bei mir. Beide! Das erste Schießen mit der neuen Technik. Und ein organisierter Misserfolg. Jawohl organisiert. Weil ihr nicht miteinander gearbeitet habt, sondern gegeneinander. Keine Widerrede. Herein! Was seid ihr denn? Gestandene Männer? Genossen oder was? Setzt euch hin. Ausgerechnet ihr zwei. Offensichtlich sind Autorität und Freundschaft doch nicht auf einen Nenner zu bringen. Ich hatte gehofft, ihr zwei schafft es. Und jetzt das. Ich sagte schon, es war mein Fehler. Das jetzt zu sagen ist leicht. Du hättest auf ihn hören sollen, trotz deiner akademischen Ausbildung. Was nicht bedeuten soll, dass deine praktischen Erfahrungen alles sind. Damit die Sache klar ist. Ich lasse nicht zu, dass dem Regiment durch eure Zwistigkeiten irgendwelcher Schaden entsteht. So wie heute. Das bügelt ihr mir aus. In 3 Wochen ist die Bataillonsübung. Muss ich mehr sagen? Das war's. Gestatten Sie, bitte wegtreten. Du machst dir große Sorgen? Wie nicht? Helbig soll jemand mein Nachfolger werden. Da muss sein Verhältnis zu den Einheitskommandeuren schon stimmen. Ja, und umgekehrt. Wir sollten aber deshalb nicht nur an Helbigs weiteren Weg denken. Nee, Genosse Oberstleutnant, das, was ich jetzt alles denken muss, sitzt alles noch nicht. Bei mir die ganze Ladeautomatik, Silos machen, Entfernung messen und. Rotieren nur noch. Na? Mein ganzes Selbstvertrauen ist hin. Ich sitze doch jetzt hier in der Mitte. Ich weiß ja nicht mehr so richtig, wo die Ketten sind. Das Gefühl fehlt. Noch, Genosse Grüner, noch. Ihr kriegt den schon noch in den Griff. Los, probiert's nochmal. Aufsitzen! Wir müssen jeden an seinem Platz nochmal richtig trainieren. Sonst wird das nichts. Einverstanden. Recht, Rolf. Geschenkt. Warum reden wir nicht mehr miteinander wie früher? Wir hatten gesagt, Schluss jetzt, es wird so gemacht, wie ich es sage. Ich habe das Problem bis zu Ende zu klären. Früher hättest du nicht so schnell aufgegeben. Früher warst du auch nicht mein Vorgesetzter. Ach. Und wer hat mir dabei gebracht, ein Unterstellter ohne Rückgrat taugt nicht viel? Du. Wärst du doch noch mal zu mir gekommen. Verträgst du wirklich nicht, dass ich auf einmal dein Vorgesetzter bin? Du hast mir doch immer gesagt, geh zur Akademie, du hast das Zeug dazu. Und jetzt machst du mir einen Vorwurf draus. Daraus mache ich dir keinen Vorwurf. Aber wo nimmst du eigentlich das Recht für dich her, verbürgte Erfahrungen einfach zu negieren? Glaubst du, ich weiß nicht mehr, was ich kann? Und wo meine Verantwortung liegt? Doch, aber warum machst du es mir schwerer als unbedingt notwendig? Noch ein bisschen langsamer, aber es wird schon. Ich muss gestehen, diese Art von Rendezvous ist mir neu. Es ist immer ein unsichtbarer Dritter dabei. Leska? Ich wollte Sie nicht langweilen. Das habe ich auch nicht gesagt. Eine Freundschaft, unter die man nicht einfach einen Strich ziehen kann, das ist schon was. Nur wünschte ich mir, er wäre hier und könnte hören, wie Sie über ihn sprechen. Trotz allen Ärgers. Er muss ein besonderer Mensch sein. Nicht nur er, auch seine Frau. Ich beneide ihn. Da ist abends jemand, der sich auf ihn freut, auf ihn wartet. Und auf einen gewissen Hans Helbig wartet keiner. Ich möchte nur wissen, wozu dieser Mann seine Augen im Kopf hat.
Ach, Genosse Liska, haben Sie einen Augenblick Zeit? Selbstverständlich. Trinken wir einen Kaffee, ja? Danke. Danke. Der Kommandeur hat sich beim Sport den Arm gebrochen. Ach, was wird denn da mit der Bataillonsübung? Na, der wird ja auf keinen Fall vorbereiten und leiten können. Genosse Helbig wird es tun. Der Kommandeur erwartet, dass Sie ihn dabei mit all Ihrer Erfahrung unterstützen. Zweifelt er daran? Das wohl nicht. Aber dass es zwischen euch nicht richtig läuft, wissen wir doch alle. Auch wenn ihr euch nach außen hin zusammennehmt. Hm? Und nun suchen Sie die Schuld bei mir. Tag. Guten Tag. Vom Älteren, Erfahreneren, da erwartet man einfach mehr. Ich habe ja selbst nicht geglaubt, dass ich mal... Aber das verstehen Sie sowieso nicht. Sie meinen also, das verstehe ich nicht. Guten Tag, bitte. Tag. Tag. Zwei Kaffee, bitte. Bitte. Kännchen. Mein Vater war Werkdirektor. Er hat bei uns im Ort nach dem Krieg ein Werk gewissermaßen aus dem Nichts wieder aufgebaut. Er war ein Kerl wie ein Baum, ehemaliger Widerstandskämpfer. Im Grunde genommen haben die Leute vieles für ihn gemacht, für ihren Alfred. Er war ein richtiger Durchreiser. Naja. Eines Abends, kurz vor meinem 17. Geburtstag war es, da kam er nach Hause und sagte, nur damit ihr Bescheid wisst, ab 1. August bin ich nicht mehr Werkdirektor. Ich packe das nicht mehr, wissensmäßig. Ein neuer kommt für mich. Jung noch, aber ein kluger Bursche mit entsprechender Ausbildung, haben wir heute in der Partei festgelegt. Ja, und da haben die einfach zugestimmt, sagte ich. Vater nickte. Er meinte nur, war notwendig, mein Junge. Aber ich verstand die Welt nicht mehr. Jahr für Jahr hatte er geschindert, nebenbei noch studiert. Er hatte nur Volksschule, war einfacher Arbeiter. Und nun das. Also kann man doch nicht mit Menschen umgehen, dachte ich. Erst viel später begriff ich, dass diese Entscheidung nicht nur richtig war, sondern von meinem Vater selbst ausging. Rolf, du hast ein Recht, auf das stolz zu sein, was du in den vergangenen 20 Jahren in der Truppe geleistet hast. Tag für Tag junge Menschen gefordert, geformt, sie zu guten Soldaten gemacht. Gäbe es die Helbigs ohne die Leskas? Darum geht es überhaupt nicht. Doch. Du hast Helbigs Befähigung erkannt, ihn gefördert, ihn getrieben. Du hast nur nicht damit gerechnet, dass er gerade dadurch einmal so direkt in dein eigenes Leben eingreifen könnte. Aber selbst wenn du es gewusst hättest, du hättest gar nicht anders handeln können. Und damit wären wir bei dir und deiner Zukunft. Aber glaubst du wirklich, wir verzichten so einfach auf deine Fähigkeit, mit jungen Leuten umzugehen, nur weil du nicht ewig Bataillonskommandeur bleiben kannst? Gibt es denn schon irgendwelche... Danke. Gibt es denn irgendwelche Vorstellungen? Gibt es. Ausbildung junger Panzerkommandanten. Bitte schön. Übrigens, die Bataillonsübung. Es ist Helbigs erste Übung in dieser Größenordnung. Und dazu von solcher Bedeutung. Hab schon verstanden. Thank you.
Omega, schon ganz gut. Aber sorgen Sie beim nächsten Anflug dafür, dass die Hubschrauber nach dem Schießen nicht mehr so weit über die vordere Linie kommen. Beta 1, hier Omega, melden Sie Lage, kommen. Vordere Stützpunkte durchbrochen. Beta zieht sich zurück. Erhöhe Angriffstempo. Kommen. Hier Omega. Verstanden. Kommen. Gamma 1 und Gamma 2, erhöhen Sie Angriffstempo. Kommen. Nervös? Nein, nur... Ausgerechnet jetzt Ausfall des Kommandeurs. Wenn ich da heil rüberkomme, bewerbe ich mich als Hochseilartist. Denn die Hosen kannst du machen, aber nicht die Augen zu. Mike, du schaffst das schon. Rechts anziehen. Rechts! Mit einem Erfolg habe ich gerechnet, aber diese Leistung übertrifft meine Erwartungen, Genosse Petroschek. Gratuliere. Ich glaube, Sie gehen gut vorbereitet in das gemeinsame Manöver. Sie werden unseren Soldaten alles abverlangen. Wir Ihnen aber auch. Omega, hier Beta 1. Panzergraben überwunden. Setze Angriff unter Einführung zweiter Staffel fort. Kommen! Bestätigt, Beta 1. Heller Sonnenschein. Reife Leistung. Danke. Kommen. Danke. Gleichfalls reife Leistung. Ende. Psychologisch gesehen würde ich sagen, Übung gut verlaufen. Stimmt. Wie in alten Zeiten? Wenn du damit auf Leska anspielst. Wie in alten Zeiten. Hans! Guck mal, das geht dir so gut. Was soll ich jetzt damit? Das siehst du jetzt an und dann werden wir die alten Zeiten auch auf das Privatleben wieder ausdehnen. Denn meine Großmutter sagte immer, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Welche Telefonnummer hat Leska? Verrate ich dir nicht. Doch. Nicht jetzt? Doch. Gerade Leska hätte vollstes Verständnis dafür, dass es Wichtigeres gibt. Außerdem, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagte meine Großmutter. Mhm. Mhm.
Ich lasse das Bereitschaft. Kindler? Ja. Ja, ich komme sofort. Damit du nicht frierst. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wie deine Großmutter schon ganz richtig bemerkt. Könnte es sein, dass Sie diese Flasche Sekt bei mir bestellt haben? Was heißt könnte? Komm rein. Moment. Sie war einfach nicht davon abzubringen, dich kennenzulernen. Guten Tag. Guten Tag. Das also ist Rolf Leska. Hm. Enttäuscht? Mm-mm. Kommt rein. Danke. Bataillonskommandeur kann Rolf ja nicht ewig bleiben. Ich habe mich entschieden, als Lehrer an die Unteroffizierschule zu gehen. Einwände? Aber wir haben doch gerade angefangen zusammen. Willst du damit sagen, dass du mich noch brauchst? Wenn du mich so direkt fragst, ja. Also was ist?